Samstagmorgen, die Ankunft vor der Halle. Übernächtigt sind die meisten, vom Wiedersehen feiern. Und Erwartungen haben wir auch. Wir wählen einen Bundesvorstand. Was sind denn deine ganz persönlichen Erwartungen an den neuen Bundesvorstand? Dass der Bundesvorstand offen mit der Basis kommuniziert, dass er, dass seine Anliegen rüberbringt und dass er auch Unterstützung annimmt. Er muss sehr, sehr viele Entscheidungen darüber treffen, wohin das mit der Partei läuft, ob wir mehr Professionalisierung wollen, ob wir weniger Professionalisierung wollen, ob wir die Pressearbeit öffnen wollen, ob wir sie schließen wollen. Wir stehen an ganz vielen Punkten an ganz vielen Entscheidungen an einem Punkt, wo wir sagen, okay, so hat es nicht geklappt, wir müssen in die eine oder in die andere Richtung gehen. Und all diese Entscheidungen werden jetzt getroffen werden müssen. Ich werde die Person wählen, die mich hier heute überzeugt. Und zwar im Real Life, wie sie sich präsentiert und was sie sagt. Ich habe mich im Vorfeld umgeschaut, aber ich wollte offen bleiben und von der Person hoffe ich, dass sie gute Dinge nach außen trägt, dass sie netzwerkt, dass sie sich engagiert für die Piraten und zwar nicht im Klein-Klein, sondern im Groß-Groß. Darüber würde ich mich total freuen. Und wenn sie es schafft, sozusagen die Sachen von innen, die wichtig sind, nach außen zu tragen. Ich hoffe, dass da mal mehr Klarheiten stattfinden, dass wenn es also Probleme zwischen zwei Personen gibt, dass die nicht immer unbedingt so öffentlich auf Twitter ausgetragen werden sollten, weil wir eben halt da unser Wahlergebnis auch mit beeinflusst worden ist. Kannst du mir ganz kurz verraten, was deine Erwartungen an den Bundesvorstand heute hier sind? Meine Erwartungen werden diejenigen, die heute gewählt werden, garantiert nicht erfüllen können, weil die Kandidatenwahl ist bescheiden. Deswegen habe ich keine großen Erwartungen und ich bin ziemlich erschüttert, dass meine Partei so müde ist, dass nicht mehr die guten Leute auf die Bühne gehen, sondern die, die sich berufen fühlen. Und das ist falsch. Ich erwarte, dass er stark nach außen tritt für die Öffentlichkeit, dass wir wieder ins Gespräch kommen, dass er inhaltlich sehr gut über unsere unsere Basismeinung, dass er die gut vertreten kann. Also nicht nur das, was in den Wahlprogrammen oder in den Grundsatzprogrammen steht, sondern dass er wirklich mit der Basis in Beziehung steht. Ja, ich wünsche mir einen Bundesvorstand, der zunächst einmal natürlich die innere Organisation der Partei weiter voranbringt. Ich glaube, das ist eigentlich in den letzten Bundesvorständen auch schon ganz gut geklappt. Was mir fehlt, ist noch so ein bisschen ein durchaus politischer Bundesvorstand. Da unterscheide ich mich vielleicht auch in meiner Erwartung von vielen anderen. Ich denke schon, dass ein Bundesvorstand auch politische Impulse setzen darf, dass er politische Diskussionen anregen darf und dass er auch in der Öffentlichkeit durchaus mal zwar nicht unbedingt neue Inhalte präsentieren darf, aber dass er durchaus mal auch seinen eigenen Standpunkt nach vorn bringen darf, weil wir müssen ja eins wissen, das sind auch Teile der Basis und die sind hier in der Partei, weil sie Politik gestalten wollen und nicht, weil sie Verwaltung sein möchten. Ja, es ist so, der neue Bundesvorstand hat ganz viel Arbeit vor sich. Er muss Strukturen aufbauen und er muss alles bereit machen, damit die nächsten Bundesvorstände dann natürlich politische Arbeit richtig aufbauen können, weil nächstes Mal muss eine Bundestagswahl klappen. Aufbau und Organisation sind im Saal angesagt. Die zahlreichen Teams richten sich ein. Wer wird Versammlungsleitung? Noch Vorstände treffen sich und die vom Front Office sind bereit für die Fragen der Mitglieder. Der Saal füllt sich und die Hektik auf der Bühne wird spürbar. Und was sind deine persönlichen Auswahlkriterien für die Kandidatinnen und Kandidaten? Persönlichen Auswahlkriterien sind in erster Linie Fachkompetenz. Also es muss schon jemand sein, der die Piratenpartei gut kennt und halt entsprechend auch den Willen bekundet, mit den anderen einvernehmlich zusammenzuarbeiten und Lösungen zu finden und auch nach außen zu kommunizieren. Die müssen mich irgendwie überzeugen. Die müssen für ihre Sache brennen und die müssen irgendwie mit Leidenschaft dabei sein. Und vor allen Dingen müssen sie so ein Standing haben, dass sie sich nicht so schnell verunsichern lassen. Die müssen Shitstorm auch auf der halben Arschbacke absetzen. Das ist okay, das gehört dazu. Und das finde ich auch gut. Also diese Kompetenz ist, glaube ich, eine der wichtigsten Kriterien, um hier zu überleben und auch weiterzukommen. Zum einen, wie ich sie kenne natürlich. Dann kann ich sie selber einschätzen. Dann eine gewisse Durchsetzungskraft, muss ich Ihnen zugestehen, sonst bringt das Ganze auch nichts. Und ich unterhalte mich aber auch mit Leuten, denen ich vertraue, deren Einschätzungen, weil die vielleicht andere Seiten mitbekommen haben.
Und ansonsten natürlich auch, was ich lesen kann, was sie so von sich preisgeben. Also wesentliches Kriterium ist für mich aus welchem Hintergrund hat ein Kandidat? Welchen beruflichen Hintergrund hat er? Welches Alter hat er? Was kann er mit einbringen aus seiner Erfahrung, aus seinem privaten Umfeld für ein Amt in der Piratenpartei? Der Bundesvorstand der Piratenpartei vertritt 30.000 Mitglieder und er hat den Anspruch, als Bundespartei auch in den Bundestag abgebildet zu sein. Und das setzt hohe Erwartungen und Kompetenzen an jemanden, der beispielsweise Bundesvorsitzender ist. Und da ist es nur hilfreich, wenn es jemand ist, der in seinem anderen Leben vielleicht auch schon mal Führungserfahrung gewonnen hat und diese auch bereit ist, in die Piratenpartei einzubringen. Die hat Karoman Gauseweg. Von Beruf Diplom-Ingenieurin weiß sie, wie ein Team zu führen ist. Sie kandidiert für den zweiten Vorsitz. Wir werden sie durch den Tag begleiten. Wie auch Thorsten Wirth, der sich als erster Vorsitzender bewirbt. Er ist ein Mann der ersten Stunde und war schon einmal im Vorstand. Veronique Schmitz will Beisitzerin werden und hat schon viel Arbeit im Hintergrund des alten Bufo geleistet. Christoph Jan Hin will politischer Geschäftsführer werden und war im letzten Bufo für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Fu will Beisitzer werden und Florence kandidiert als politischer Geschäftsführer. Caro, es dauert noch ein paar Stunden, dann wirst du da oben stehen und deine Rede halten, weil du kandidierst als zweite Vorsitzende. Wie fühlst du dich heute Morgen damit? Ein bisschen aufgedreht. Also ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet. Ich weiß noch nicht, wie ich mich fühle, wenn ich vorn stehe. Aber ja, es ist so eine Grundspannung. Wie geht's dir heute? Gut, also ein bisschen wenig Schlaf. Ich wollte gestern gerade weggehen aus der Kneipe und dann habe ich noch ein paar Hamburger Piraten getroffen. Die haben jetzt mit mir den Deal, dass ich für jede maritime Metapher in meiner Rede ein Bier heute Abend bekomme. Bekommst oder ausgeben? Nee, ich bekomme dann eins. Das heißt, das ist ein Anreizsystem, wurde da geschaffen. Ja, aber die Voraussetzung ist schon, dass ich auch gewählt werde. Also ich darf es auch nicht übertreiben. Heute bin ich noch ganz entspannt. Also ich bin ganz entspannt, gelassen. Guck mir an, was heute passiert, wer gewählt wird und ich glaube, die Aufregung kommt erst morgen. 2 Minuten, bevor ich wirklich realisiere, dass ich da drauf gehe, dann kommt der Adrenalin, das kommt dieses Lampenfieber. Aber jetzt aktuell habe ich eher so, oh, zu wenig geschlafen, hier, was hat XY mir eben gerade gesagt, die Halle ist ja voll mit Leuten, die ich kenne und ich habe überhaupt nicht so viel Zeit, allen mal so auf die Schulter zu klopfen und oh, so geht's mir jetzt gerade. Freust du dich auch ein bisschen? Freuen. Ich trete ja für ein Amt an, wo ich weiß ganz genau, das ist viel, viel Arbeit. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich mich freue. Ich habe Lust, ich will etwas verändern. Ich habe total viele geile Ideen. Ich glaube, dass wir auch etwas bringen können. Und diese Ideen würde ich gerne umsetzen. Also ich weiß, dass ich die Erfahrung habe aus dem Landesvorstand, was Vorstandsarbeit angeht, welche Aufgaben dort auf einen zukommen. Ich sehe aktuell bei der Kandidatensituation, dass dann relativ wenige Kandidaten sind, was vielleicht den Wahlergebnis geschuldet ist von 2%, auch dem Umgang miteinander und mit Vorständen. Ich war nicht ganz zufrieden mit der Art, wie wir unsere Identität oder einfach unsere, wer wir sind, nach außen kommunizieren. Und aus dem Grund habe ich mir dann irgendwann gedacht, also ich habe schon in Neumünster gehofft, dass sich das so ein bisschen wandelt. Und ich habe auch in Neumarkt dann gehofft, dass das nochmal sich mehr ein bisschen wandelt. Und nachdem das auch da wieder nicht geklappt, habe ich mir gedacht, muss man es eben selber machen. Weil ich persönlich sehr gerne erkläre, sehr gerne auch spreche und sehr gerne erzähle von den Piraten und was eben für mich so die Erzählung, die Identität und die Vision der Piratenpartei ist. Und das ist für mich essentiell gewesen. Davon ab, dass es ganz viele andere Baustellen auch noch gibt für den Bundesvorstand. Das ist mir die wichtigste und deswegen habe ich gesagt, irgendwie lange Zeit Vorsitz und PolGF, weil das beides Ämter sind, die in die Außendarstellung gehen. Inzwischen ist der Parteitag eröffnet. Die Versammlungsleitung waltet ihres Amtes. Bitte an das Mikrofon, das hier vorne in der Mitte ist. Das ist für Fragen zuständig. Etwa 1000 Mitglieder sind gekommen.
Und wir sind auf der Suche nach unseren Kandidatinnen und Kandidaten, die wir durch die 2 Tage begleiten werden. Unsere Auswahl ist subjektiv und natürlich nicht vollständig. Sag, kannst du dich erinnern an den Moment, wo du dich entschieden hast, dich da in unserem Wiki einzutragen und zu sagen, ich will das tun? Ja, da kann ich mich sogar sehr gut dran erinnern. Es war nämlich der Tag morgens vor der Bundestagswahl. Ich wollte das unbedingt vor der Bundestagswahl machen, weil ich gesagt habe, es soll klar sein, dass es nicht vom Wahlergebnis abhängt. Deswegen kann ich mich da so gut dran erinnern. Aber es war sehr aufregend, irgendwie zu sagen, okay, jetzt gehe ich nach außen und sage, ich mach's. Ja, also kann ich mich gut dran erinnern. War doch ganz spannend und auch die Reaktion darauf dann. Das war Anfang November. Ich war auf der Rückfahrt von Kerpen gewesen. Also ich war zu Wir müssen reden in Kerpen. Und im Grunde waren es eine ganze Menge Faktoren. Zum einen habe ich Lust drauf, es zu machen. Zum zweiten denke ich, ja, ich habe ein paar Ansätze, ein paar Ideen, die jetzt ganz hilfreich sind. Und habe jetzt Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren. Und das kam irgendwie zusammen und es verdichtete sich dann und daraus wurde dann die Idee, ja, ich mache es einfach. Wenn du dir jetzt mal vorstellst, es ist ein Jahr später, wir haben wieder Bundesparteitag. Und wie steht dann in deiner positiven Vision die Partei da? Was reden die Leute über unsere Partei? Ich will, dass sie sagen, dass wir wieder rocken. Ich will wieder sagen, boah, die sind anders. Die sind, die tun nicht so, als ob, sondern die machen. Die machen ganz andere Politik als die anderen und vor allen Dingen, sie sind ehrlich, sie sind authentisch. Und das will ich was. Ich glaube gar nicht, dass wir so großartig mit Inhalten, hier, da, BG, tralala und sowas. Ich glaube, dass die Leute, wenn die sich auf die Straße stellen und so sind, wie sie sind, das ist die Werbung. Ich glaube, dass wir super viele geile Leute haben, die auch eine interessante Persönlichkeit darstellen und die das Menschenbild, dieses Gesellschaftsbild, was wir verkörpern, auch verkaufen. Nicht verkaufen, sondern sie leben es vor. Sein wichtigster Konkurrent, Stefan Körner, bekannt als Sekor aus Bayern. Letztes Treffen mit Freunden vor der Kandidatenvorstellung. Die Versammlung hat inzwischen entschieden, dass die Beisitzer im Vorstand abgeschafft werden. Puh, wir haben ja jetzt die Beisitzer abgeschafft. Wie findest du denn das? Wir haben eine ähnliche Situation wie schon auf verschiedenen Parteitagen. Auch jetzt wieder die Situation, dass wir irgendwie kurz vor dem Parteitag mit einer Situation von verschiedenen Geschäftsordnungen konfrontiert sind. Wir haben jetzt halt eine völlig neue Situation, auf die sich, glaube ich, viele derjenigen, die kandidieren, nicht so vorbereitet haben. Wo auch, glaube ich, viele der Leute in der Halle nicht darauf vorbereitet sind, dass wir halt jetzt komplett neu wählen. Wir haben dadurch auch verschiedene Ämter geschaffen. Die Beisitzer hätte man in einem Wahlgang wählen können. Wir wählen halt jetzt verschiedene Posten und Stellvertreter dazu, haben dadurch eigentlich die Anzahl der Wahlgänge vervielfacht und verhindert, dass wir irgendwie mehr Programm beschließen können. Unser Kandidat muss sich umorientieren. Und ein anderer übt seine Rede ein letztes Mal. Die Bezugsgruppen rücken näher zusammen und die Spannung steigt. Wer wird es werden? Die Gerüchteküche blüht. Niemand weiß, wer bei uns Piraten das Rennen machen wird, weil jeder kandidieren darf und jeder abstimmt, wie er will. Gleich wird auch Thorsten seine Rede halten müssen. Und seine Unterstützer wie seine Kritiker bereiten sich vor. Wie wird es laufen? Und die anderen halten sich bitte bereit. Dennis hält sich bitte bereit. Christiane hält sich bitte bereit. Ja? Liebe Piraten, mein Name ist Thorsten Wirth. Ich bin 45 Jahre alt. Bin seit 2006 Pirat. Und war bereits im Bundesvorstand tätig als Geschäftsführer von 2009 bis 2010. Ich war vorher 2 Jahre Landesvorsitzender des Landesverbandes Hessen. Wir haben dieses Jahr ein ziemlich schwieriges Jahr hinter uns. Wir haben viel Energie in den Wahlkampf gesetzt. Wir haben nicht das Ergebnis bekommen, was wir uns erhofft haben. Und ich glaube, dafür gibt es viele, viele Gründe. Wir haben zum einen die Geschichte mit dem Johannes gehabt. Wir haben
das Problem im Bundesvorstand gehabt, dass die Kommunikation nach außen im Prinzip nur noch bestimmt war von einem, ja, mehr oder minderen Skandal, wie auch immer, was uns meines Erachtens nach sehr, sehr geschadet hat. Wir haben irgendwann mal gesagt, wir wollen eine Wissensgesellschaft. Und diese Wissensgesellschaft ist der Kern dessen, was die Piratenpartei ausmacht. Wir sollten dieses Ziel nehmen und uns dahinter stellen, alle gemeinsam. Dann können wir etwas reißen. Wir brauchen nicht das Programm, dass wir 5%, das ist kein Ziel. Das ist kein Ziel, liebe Freunde. 5% ist eine Forderung. Alles klar. Ich bedanke mich bei euch. Dankeschön. Bei seiner Befragung kommt Thorsten immer mehr in Schwung. Und neben ihm warten noch 5 andere, die sich mehr oder weniger gut geschlagen haben auf das Ergebnis. Wenn keiner der Kandidaten 15% erhält, wird... Und dann wird endlich gewählt. Es ist eine Bewertungswahl. Dabei müssen wir Plus- und Minuspunkte verteilen, in einem Spektrum zwischen +3 und -3. 76 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer nehmen die Stimmen entgegen. Sie werden von 8 Bereichsleiterinnen und Leitern koordiniert. Für den Überblick und eventuelle Korrekturen ist die Wahlleitung auf der Bühne zuständig. Während drinnen die Stimmzettel gezählt werden, behandeln wir Programmanträge. Und draußen treffen sich die, deren Adrenalinspiegel garantiert steigt. Was rauskommt, interessiert natürlich auch die anderen, die ins BUFO-Team wollen. Und dann ist das Ergebnis da. Ich nehme die Wahl an. Dankeschön. Geht gleich der Pressemarathon los. Thorsten wird von seinen Betreuern hinter die Bühne geführt. Auch wenn in diesem Jahr nur halb so viel Presse gekommen ist wie beim letzten Mal, für den Sieger ist die Mini-Pressekonferenz die erste Bewährungsprobe. Für Anita, die Bundespressesprecherin, ist es Routine. Der neue Vorsitzende gibt sein erstes Statement. Ja, also ich werde mein Bestes geben, die Piratenpartei wieder dahin zu bringen, wo wir 2009 angefangen haben. Ich denke, dass wir den Spirit nicht verloren haben. Die Ideen sind auch noch da. Ich denke, dass die Mitglieder nicht wollen, dass wir uns den Attitüden der CDU, SPD, der großen Parteien annähern, sondern dass wir uns selber finden. Und dafür stehe ich ein. Und das möchte ich gerne nach vorne bringen. Also Der Grundsatz, das ist eine interessante Frage, der Grundsatz ist, denke ich mal, ein Menschenbild, ein Gesellschaftsbild, das wir haben. Und dieses Gesellschaftsbild baut auf einer aufgeklärten Gesellschaft, die frei von Repressionen ihre Meinung sagen kann und an der Gestaltung unserer Gesellschaft mitarbeiten kann. Das steht letztendlich so in unserem Grundsatzprogramm drin seit 2006 und wir haben dazu Ja gesagt. Wir wollen eine Wissensgesellschaft. Wir wollen eine aufgeklärte Bevölkerung haben, die über das, was mit ihr passiert in der Politik, natürlich auch mitentscheiden kann. Drin geht das Wählen weiter. Jetzt sind die zweiten Vorsitzenden dran. Hintergrund und Perspektiven von Caro. Ich habe im letzten Jahr ja schon als Beisitzer im Landesvorstand in Sachsen gearbeitet und war parallel noch Bundestagskandidat, relativ oben auf der Landesliste. Das war schon ziemlich heftig vom Arbeitsumfang her, aber bin damit klargekommen. Außerdem hatten wir als Vorstand natürlich den Vorteil, es gibt deutlich weniger Vorstände und mehr Leute, die ihnen zuarbeiten können. Das heißt, so ein bisschen so ein Team aufbauen und auf die dann einen Teil der Arbeit verteilen, das ist dann besser möglich als Kandidat. Ich habe auch schon ein paar Leute, die sich da bereit erklärt haben. Ein paar werde ich mir dann noch suchen. Und ich denke, das ist auf jeden Fall machbar. Ja. 2006 haben wir uns in einem Kristallationspunkt von Team gegründet. Netzpolitik, Datenschutz und Bürgerrecht. Wir haben im zurückliegenden Wahlkampf versucht zu beweisen, dass wir auch breiter aufgestellt sind. Ich denke aber, dass das taktisch ein Fehler war.
Ich halte es tatsächlich für wesentlich sinnvoller, uns in der Außendarstellung auf unsere Kernthemen zu konzentrieren. Wir sind die Internetpartei. Das Label muss man nicht mögen, es ist relativ einseitig, aber man kann es auch nutzen, denn es verschafft uns einen Platz im Parteienspektrum. Das zweite Problemfeld, das ich so sehe, ist die Außendarstellung. Themen statt Köpfe funktioniert nicht. Wahlen werden durch Medienpräsenz gewonnen und Medienpräsenz braucht Köpfe. Und wenn wir Wahlen gewinnen wollen, ansonsten brauchen wir nämlich auch nicht antreten, dann sollten wir uns daran zumindest orientieren. Und ich möchte deshalb dringend an euch appellieren, die Angst davor zu verlieren, die Piraten und ihre Themen mit Personen zu verknüpfen und diese Personen auch als Proxy wirken zu lassen. Der dritte Punkt ist die Strukturierung inhaltlicher Arbeit. Und um das Problem, das ich hier sehe, mal plastisch zu machen, möchte ich euch mal ein paar Stilblüten aus unserem AG-Multiversum skizzieren. Wir haben eine AG-Außenpolitik und eine AG-Friedenspolitik. Deckungsgleiche Wirkungsbereich. Wir haben eine AG-Tierschutz und eine AG-Tierrecht. Wir haben eine AG-Glaubensfreiheit, eine AG-Staat und Religion und eine AG-humanistischer Laizismus. Wir haben eine AG-Gesundheitspolitik und eine AG-Gesundheit. Und wir haben eine AG-Nichtraucherschutz und eine AG-Schutz vor Passivrauch. Ich würde jetzt gerne ein Lauerfest machen, wenn ich es könnte. Hier gehen Synergien verloren, hier wird Arbeit doppelt gemacht, hier werden Zeit und Nerven darin verbraten, irgendwelche Konkurrenzen auszufechten. Und übersichtlich ist es auch nicht. AGs sind per se sinnvoll, weil sie transparente Programmarbeit möglich machen. Aber der Bildungs, den wir aktuell haben, der bringt uns nicht weiter. Wir dürfen nämlich eins nicht vergessen, wir sind hier alle ehrenamtlich. Zeit, Nerven und Motivation sind knappe Ressourcen. Wir verknappen mit diesem Bild. Zum Ende? Ja, Entschuldigung. Wir verknappen diese Ressourcen noch mehr, das sollten wir eigentlich nicht machen. Dankeschön. Damit ist die Befragung. Und auch ihre Befragung läuft gut. Und schließlich wird sie als zweite Vorsitzende von der Bühne gehen und als solche der wartenden Presse Rede und Antwort stehen. Caroline Gauseweg, unsere neue stellvertretende Vorsitzende. Die Caro kennt es noch nicht so gut. Ich weiß jetzt eher in Gelegenheit, deine ersten Worte vor der Presse zu sprechen hat und deine ersten Gedanken zur Wahl. Und danach gibt es noch ein paar Fragen. Ja, schönen guten Abend. Also mein Name ist Caroline Mann-Gauseweg. Ich bin bisher nur auf Landesebene in Vorständen aktiv gewesen und habe jetzt gerade den Vizevorsitz gewonnen. Ich habe mir so ein bisschen zum Ziel gesetzt, zum einen an unserer Außendarstellung zu arbeiten. Das zweite ist, Strukturen in unsere inhaltliche Arbeit zu bringen. Also das Ganze, was wir so machen, ein bisschen glatt zu bügeln gewissermaßen. Und eine gewisse Kernthemenfokussierung wieder voranzutreiben. Der zweite Tag. Das mit der Außendarstellung geht weiter. Und auch Caro hat jetzt eine Pressebetreuung. Und Anita gibt ihr wertvolle Tipps für die nächsten Auftritte. Kompetente Frauenpower als Unterstützung im Medienstress. Also viele versuchen uns zu drängen, versuchen uns Antworten zu entlocken, die sie hören möchten. Und was ich gerne sagen würde ist, wenn mal kritische Artikel über uns erscheinen, dann haut nicht sofort drauf, bitte. Wir haben das große Problem, und jetzt eigentlich ist Kritik etwas Gutes, was wir annehmen sollten, über das wir zumindest mal reflektieren sollten und nicht sofort, da will uns jemand was Böses. Kritik, an der können wir wachsen. Der Aufbau von Piraten eigenen Bildmedien liegt dem Kandidaten, der das Amt des politischen Geschäftsführers übernehmen will, am Herzen. Du hast ja auch, glaube ich, die Idee mitgefördert, eine SG Video zu gründen. Warum? Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Wir haben, ich glaube, so eine Servicegruppe, die tut immer auch den Augenmerk auf sich ziehen. Und wir hatten im Bundestagswahlkampf, glaube ich, beim Video die größten Probleme. Also wir hatten ein etwas, ich sag, künstlerisches Video, was auch in der offiziellen Arbeitsgruppe entstanden ist, und dann kam irgendwie ein anderes, und irgendwie sind die Leute, die Video machen, gar nicht vernetzt, habe ich den Eindruck. Vielleicht in ihrem Landesverband, aber dann hört es oft schon auf, und das ist ziemlich ärgerlich, weil eigentlich da unglaublich viel Power da ist, und in der Regel kriegt man, wenn man die Leute dann nochmal vernetzt und die sich regelmäßig treffen, das ist meine Erfahrung der SG-Gestaltung auch, einfach geilere Projekte gebacken.
Ja. Einen anderen Schwerpunkt setzt ein anderer Kandidat. Fu möchte am Umgang miteinander, wenn es um schwierige Themen geht, etwas ändern. Ja, also ich sehe es halt jetzt zum Beispiel bezogen auf diese Gender-Debatte, dass da teilweise ein Umgangston herrscht, der schwierig ist und der es halt Leuten, die sich mit dem Thema befassen, einfach unmöglich macht, bei uns in der Partei mitzuarbeiten, weil dort halt ein Umgang, also wenn ich mich irgendwie für Gleichberechtigung von Menschen einsetze und halt zum Beispiel das Thema Frauen wichtig finde, dass sie halt gleichberechtigt beteiligt werden, irgendwie Leute als Gender-Esos oder andere Sachen zu bezeichnen, ist halt nicht die feine Art. Also da ist halt auch eigentlich kein Level mehr, wo man sagen kann, okay, da ist eine vernünftige Diskussion möglich. Und er muss sich ganz speziellen Fragen der Versammlung stellen. Da 6 unterschiedliche Fragen gestellt werden. Die nächste Frage lautet, was sind deine Inhalte außer Zeitreisen? Transparenz in der Politik, Bürgerbeteiligung. Wir haben die Ideen oder die Vision einer neuen Gesellschaft, die sich online beteiligt. Wir haben Dinge wie Liquid Friesland, die aber nicht von den Piraten umgesetzt werden, sondern von der SPD, wo Bürgerbeteiligung umgesetzt wird. Wir haben einen Basisentscheid online beschlossen. Wir haben aber immer noch nichts. Seit 2010 diskutieren wir darüber und haben innerparteilich nichts, um diese Beteiligung durchzusetzen. Während sich im Saal weiter Kandidaten vorstellen, findet im Pressezentrum schon eine Amtsübergabe statt. Die neue Generalsekretärin wird von ihrem Vorgänger gebrieft. Ihre Kandidatur kam über Nacht. Ich habe mir dann nochmal die Kandidaten aus dem Wiki so angeguckt, allgemein. Und dann fiel mir eben auf, dass für den Gensek nur 2 Leute drin standen. Die haben mir nichts gesagt auf Anhieb. Die Wiki-Einträge waren jetzt auch nicht wirklich aussagekräftig. Und insofern ist es quasi eine Kandidatur aus Notwehr gewesen. Also ich kann supporten, ich kann auch strukturiert und analytisch denken. Deswegen habe ich gedacht, dass ich dafür in Frage käme, sonst hätte ich mich gar nicht erst da hochgestellt. Es ist jetzt natürlich sehr überraschend für euch und für mich auch, dass ich tatsächlich gewählt wurde. Ich werde auf jeden Fall mich da reinfuchsen müssen jetzt die nächsten 2 Wochen. Ich werde sehr viel Arbeit reinstecken müssen, aber das wird gut werden. Ich bin überzeugt, dass das super klappen wird. Die Kandidatenkür geht weiter. Jetzt muss Incredible auf die Bühne. Unter aller Strategie verstehe ich vor allen Dingen, dass wir bei den Themen, die wir kommunizieren, uns im Klaren sind, was wir da als Aussage haben. Wir müssen uns im Klaren sein, dass wir im Wahlkampf kreuz und quer Aussagen gemacht haben, die zu 90% der Fälle einfach waren, wir finden es doof. Und das, so schön es ist, auf die Straße gehen und Protest zu machen, kann auf Dauer nicht unsere Message sein. Unsere Nachricht muss immer in einem klaren Lösungsangebot sein. Und das ist für mich eine Strategie, die auch tragfähig ist, die wir auch teilen müssen in der Partei, damit jeder weiß, okay, das will diese Bundespartei bei diesem Thema aussagen und bei unseren Themen insgesamt. Es wird wohl knapp werden, denn diesmal sind viele gute Kandidaten an Bord. Ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich die 3 Minuten, dass ich dazu nicht so viel Zeit habe und habe dann, glaube ich, den einen oder anderen Applaus auch abgewürgt, weil ich dann einfach weitergeredet habe. Aber ich glaube, so ein paar Leute fanden es ganz gut. Ich meine, letztendlich habe ich auch gute Konkurrenten. Muss man mal gucken, was passiert so. Einen starken Konkurrenten hat er auf alle Fälle. Und dessen Auftritt steht jetzt bevor. Gut, ich will mich nicht zu weit vorbeugen. Ich bin 35 Jahre, ich bin Bundesmitglied von den Piraten. Ich habe 2007 mit Thorsten Wirth zusammen den Hessischen Landesverband mitbegründet. War auch dort mit Thorsten zusammen im ersten Vorstand. Ich habe KV Darmstadt mitbegründet und war auch Kandidat für die Hessische Liste und für Darmstadt in der Bundestagswahl. Ich bin Gründer der AG Außenpolitik und dort auch derzeit Koordinator. So viel dazu zu dem, was ich schon mal gemacht habe, so ganz kurz. Die Partei ist im Umbruch, richtig. Aber wir haben auch einiges, worauf wir zurückblicken können, was gut ist. Wir sind nicht am Boden. Wir haben eine gute Basis, auf der wir stehen. 2,2% in Umfragen, ach Quatsch, in Ergebnissen, das muss man erstmal erreichen.
Und wir haben schon etwas bewegt und das ist ein gutes Gefühl. Netzpolitik muss sich heute nicht mehr hinter anderen Themen verstecken. Und wieder Wahlen und wieder Spannung. Wer wird die Piraten in Zukunft als politischer Geschäftsführer vertreten? Und nun ist es entschieden. Björn Niklas Semrau ist der politische Geschäftsführer der Piratenpartei. Was sind sozusagen deine ersten zwei oder drei Themen? Also Themen, die ich halt wirklich bearbeiten will als erstes, ist auf jeden Fall, was wir für Europa machen, was wir da auch leisten können, weil die Europawahl ist das, was jetzt ins Haus steht. Das müssen wir bedienen und dann natürlich halt mal gucken, wie wir auch diese ganzen Europathemen halt auf die Kommunalwahlen runterbrechen können, weil das geht ja jeden einzelnen Bürger an. Das heißt, diese ganze Freihandelsabkommengeschichte mit TAFTA und sowas, da müssen wir wirklich dahinter stehen, da müssen wir wirklich Feuer machen und da müssen wir halt auch schauen, dass wir die Partei darauf vereinigen können, dass die da halt auch in ihren jeweiligen Kommunen richtig Feuer machen. Wir wissen, die Europawahlen sind bei den Bürgern eigentlich nicht sehr beliebt. 2009, 46% haben an dieser Wahl teilgenommen. Glaubst du, dass die Piraten kreative Ideen haben, um mehr Bürger an die Urne zu bringen? Ich würde sogar sagen, wir haben die entscheidende Idee, um die Bürger an die Urne zu bringen. Weil wir haben jetzt hier auch Programmanträge verabschiedet, die uns halt in die Lage versetzen, mit allen anderen europäischen Piratenparteien gemeinsam ein gemeinsames Programm anzubieten und zu sagen, hey, wir wollen diesen Laden demokratisieren, wir wollen, dass die Bürger wieder mitreden und dass wir die Wähler halt auch darauf Einfluss nehmen können, was in Europa geschieht. Und das hat keine andere Partei. Dass wir uns das Europa zurückholen. Viele von uns sind mit der Vision eines geeinten, friedlichen Europas groß geworden, ohne Grenzen. Und jetzt bauen die das alles zurück und dafür kriegt man nur noch Vorschriften. Das ist nicht, dass wir die Menschen sich Europa vorgestellt haben. Und wir setzen uns dafür ein, dass wir das zurückbringen. Und ich denke, da können wir den Bürger wirklich bekommen. Und wir warten auf Caro Mann-Gauseweg, um sie einen Tag nach ihrer Wahl noch einmal zu befragen. Also, es ist passiert. Du bist geworden, was du werden wolltest. Jetzt hätte ich gern noch, weil wir dich ja gestern Abend unmittelbar danach nicht kriegen konnten, vor unsere Kamera, erinnere dich doch mal, was das für ein Moment war, wo klar war, du bist gewählt. Es war in dem Moment ziemlich surreal gewesen. Also ich habe, glaube ich, das Grinsen nicht aus dem Gesicht bekommen. Und ich habe in dem Moment auch nicht fest damit gerechnet. Es gab noch andere starke Kandidaten, also sowohl Daniel als auch Christoph, hat sich abgezeichnet, dass sie einen guten Auftritt hinlegen und gut viel Stimmen auch bekommen. Dass es dann geklappt hat, war schon ziemlich geil. Es war so ziemlich genau der Eindruck, den ich in dem Moment hatte, als ich das Ergebnis gesehen habe. Es war so, boah. Und der Applaus dann, als wir vor zur Bühne gelaufen sind, das war schon richtig cool. Also, ja, das erste Mal, dass du sowas so erlebt hast. Das habe ich nicht damit gerechnet, ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen, weil ich das bisher noch nicht erlebt hatte und ich die Stimmung generell eher als gedrückt empfunden hatte, zumindest so den ganzen Tag über. Aber da war es richtig großartig. Findest du denn, dass es eine Bedeutung hat, dass du jetzt ein weibliches Wesen in dieser Funktion, in diesem Vorstand bist? Habe ich noch gar nicht intensiv darüber nachgedacht. Also es haben einige angesprochen gehabt, ich habe auch selber gestern mal so ein bisschen überlegt, ob wir denn schon mal jemand im Vorsitz hatten, der kein Mann war. Kam aber auf keinen. Insofern finde ich es schon ein bisschen cool, dass ich das jetzt quasi bin. Ich möchte es aber auch jetzt persönlich nicht allzu hochhängen, weil es immer noch erstmal darum geht, sind die Personen fähig, die da reinkommen. Und das, bei Thorsten denke ich das, bei mir denke ich es auch, sonst wäre ich nicht angetreten. Ist ein schöner Nebeneffekt quasi. Du hast ja schon gesagt, dass du glaubst, dass ihr beide gut kooperiert. Kennt ihr euch denn schon? Nee, ich kenne ihn fast gar nicht. Ich habe eine Menge von ihm gehört und ich weiß, dass er auch eine ähnliche Kernthemenfokussierung hat, wie ich das auch habe. Oder so eine Präferenz. Das finde ich einen guten Ausgangspunkt. Was glaubst du denn, wird deine Hauptaufgabe in diesem Vorstand sein? Ich habe es anfangs mal so ein bisschen begriffen, so als quasi erster Offizier. Also derjenige, der sich unbeliebt macht mit irgendwelchen Sachen, die quasi gemacht werden müssen, die aber nicht so, unglaublich populär sind. Zum Beispiel? Die AG-Strukturierung zum Beispiel. Ich glaube, da wird es eine Menge Diskussionspotenzial geben,
Also nicht, dass ich jetzt ein Konzept für die AG-Strukturierung hätte, aber ich möchte da einfach mehr Struktur in diese inhaltliche Arbeit reinbringen und das wird eine Menge Diskussionspotenzial mit sich bringen. Genauso wie wenn wir hergehen und sagen, wir möchten 3-4 Personen aufbauen für die Außendarstellung, der Spitzenkandidat für die Europawahl und 2-3 andere. Die Auswahl davon wird massiv Diskussionen herbeiführen, würde ich vermuten. Und meine Aufgabe ist, glaube ich, erstmal herzugehen, zu sagen, pass auf, ich kümmere mich drum, ich mache die Drecksarbeit für dich und du machst bitte, dass wir da weiterkommen. Fu, du wurdest jetzt nicht gewählt. Enttäuscht? Jasch hat ja heute noch vor, für einen stellvertretenden politischen Geschäftsführer zu kandidieren. Ich sehe das gerade nicht. Warum nicht? Weil dieser Bufo, der gerade gewählt wurde, denke ich, von der Zusammenarbeit schwierig wird. Untereinander oder Zusammenarbeit mit der Basis? Es ist halt ein Bufo, der irgendwie in einem Blindflug zusammengewürfelt wurde, meiner Meinung nach. Die Leute, also es sind keine Leute drin, die sich irgendwie 4 Wochen vorher committed haben, zu sagen, hier, wir wollen das machen. So, wir haben keine guten Kandidaten im Vorfeld gehabt, dass wir gesagt haben, so, okay, wir haben für jeden Posten 5, 6, 7, 8 Leute. So. Und ja, das gibt dafür Gründe. Es ist der Umgang mit unseren Vorständen, die abzustrafen. Wir wählen die auf dem Parteitag, geben denen irgendwie kurz auf dem Parteitag unser Vertrauen und dann geht es irgendwie los, dass die Leute auf die einkloppen. So. Ist das auch für dich ein Grund, jetzt nicht weiter zu kandidieren? Ja. Okay, danke. Erstmal bleib mal da. Christoph, wie ist es mit dir? Du hast ja jetzt doch für 2 Sachen kandidiert und wurdest ganz knapp leider bei beiden Entscheidungen nicht gewählt. Wie geht es dir? Da kann man halt nicht so richtig enttäuscht sein, weil es halt so knapp nicht gewählt ist halt. Ich finde es halt cool, dass auch sehr viele mir dann doch Vertrauen geschenkt haben für beide Positionen. Ich werde jetzt auch nicht weiter kandidieren. Das hatte ich eigentlich vor, nochmal stellvertretenden politischen Geschäftsführer. Nicht, weil ich was gegen die Leute habe, sondern das ist ein unberechenbares Gremium für mich. Die Verwaltung hat sich geändert. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Also es sind einfach Leute, wo ich noch nicht einschätzen kann. Und ich glaube, da sehe ich jetzt irgendwie nicht, das ist mir ein zu großes Risiko, dass ich da Zeit investiere. Und ich glaube, ich habe viel mehr Beinfreiheit, wenn ich jetzt einfach in der Basis arbeite. Ja, Niki, jetzt gehörst du doch zu diesem neuen Bundesvorstand, obwohl du den Platz, den du dir eigentlich gewünscht hast, nicht gekriegt hast. Erzähl doch nochmal, wie das war für dich. Also es war erstmal gestern natürlich überraschend, dass irgendwie die Position wegfällt. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und habe mir dann angeguckt, weil ich es trotzdem machen möchte, wo ich am besten hinpasse und wo ich am besten die Aufgaben, die ich machen möchte, hinpassen. Das ist eben der stellvertretende Gensek. Und ja, das war irgendwie gestern alles sehr Chaos, Stress, Emotionen, viele Menschen, die auf mich zugekommen sind, viele Gespräche. War sehr anstrengend, aber auch sehr hilfreich. Also diese ganzen Gespräche zu führen, damit ich das halt heute dann so auch mache, wie ich es gemacht habe. Ja, und kurze Nacht, aber gute Nacht. Und dann war heute Morgen klar, ich mache das. Ich möchte das so machen. Und jetzt bin ich auch froh, dass es geklappt hat. Sag, wie ist denn so, also es gibt ja so 2 Richtungen, die Richtung nach außen, Öffentlichkeit und zu den anderen Menschen, die wir gewinnen wollen und die andere Richtung nach innen. Wo ist dein Fokus in diesem Bundesvorstand? Klar nach innen. Also die Aufgaben, die ich habe, organisatorische Aufgaben und was mir halt auch wichtig ist, was ich aufgrund der kurzen Redezeit nicht mehr so richtig sagen konnte, die Vernetzung zwischen Bund und Ländern. Und das ist eine Aufgabe, die immer nur so nebenbei läuft und vergessen wird und die möchte ich halt machen. Und von daher klar nach innen, was jetzt nicht heißt, dass ich mich nach außen verwehre, aber da sehe ich jetzt nicht mein Aufgabengebiet drin. Und schließlich ist es uns doch noch gelungen, die erste Zusammenkunft eines Teils des neuen Vorstands völlig transparent und öffentlich im Beratentalk zu organisieren. Wir danken dafür. Ich sage euch eins, wir sind nicht tot. Wir werden wieder da sein, wo wir mal waren und wir werden eine Renaissance der Piraten erleben. Und die ganzen Journalisten, die uns abschreiben, die können mich direkt mal.